Hallo Freunde, im heutigen Video schauen wir uns an, wie man als Gnome bzw. Goblin Ingenieur auch Rezepte von der anderen Spezialisierung kriegen kann. Das ist schon eine Weile her, dass das entdeckt wurde, aber ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich selber habe jetzt wieder daran gedacht, dass man das ja machen kann. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen zunächst mal Ingenieurskunst auf 225 und müssen eine Spezialisierung unlocked haben. Also entweder ihr seid Goblin oder Gnome-Ingi. Wenn ihr das seid, geht ihr hier in die schimmernde Ebene in diesem Haus hier und sucht hier Fitzbits Kupferspule. Der hat dann eine neue Quest für euch. Hoppala, jetzt habe ich Autodeck noch drin gehabt. Naja, nicht schlimm. Oh, jetzt einmal raus. Entschuldigung dafür. Noch Incursions gemacht. Also ihr seht hier die Quest, man kriegt gnomische Lösungen, wenn man Gnomenschi ist und muss dann zwei, zeige ich euch jetzt hier eben, warte, wo ist es? Muss dann zwei Gnomen Unglücksverhinderungsgürteln hinbringen, die abgeben, um die nächste Quest Goblin Probleme erwünscht zu unlocken. Wenn ihr dagegen Goblin Inchi gelernt habt, müsst ihr ein bisschen weiter östlich zu Maximilian dem Schmierer gehen, da startet dann die ganze Questreihe und ihm müsst ihr 5 Goblin Landminen bringen. Oh, jetzt schauen wir uns nochmal hier, was der nächste Step ist. Horn eines Donnerstampfers Stegodon. Also wir müssen den Gorograter und dann Stegodon töten. Da hole ich euch gleich wieder ab, wenn ich da bin. Die Stegodons finden wir im Südwesten des Gorograters. Da laufen jede Menge Stegodons rum. Und wenn ihr gerade keinen Donnerstampf-Stegodon findet, liegt das daran, dass sie sich in einem Spawn teilen mit den anderen Stegodons. Sprich, ihr müsst die normalen Stegodons töten und dann warten, bis ein Donnerstampf-Stegodon spawnt. Das sind Level 55 Elite. Alleine ziemlich schwierig. Ich habe es hier mit einem Shadow Priest zusammen gemacht. Dann ist gerade noch ein anderes Problem. Und zwar spawnt das Horn nur immer für einen. Sprich, ihr müsst es dann öfter machen, das ganze Prozedere. Mit dem Horn geht es zurück in die schimmernde Ebene, wo wir den nächsten Quest-Step kriegen. Wir sollen in die westlichen Pestländer nach Hardclan reisen. Für diesen Schritt sucht ihr euch auch am besten ein paar Verbündete. Ihr müsst nämlich mindestens gegen einen 57er Elite-Magier vom Scharlachroten Kreuz zu kämpfen. Wir haben es jetzt dritt gemacht, da ging es dann ganz gut. Und dann müsst ihr nur in diesem Haus oben die Schatulle looten. Wir kehren in die schimmernde Ebene zurück, entweder zu Fitzbits oder zu Maximilian, je nachdem welche Spezialisierung ihr am Anfang hattet. Gebt die Quest ab und bekommt dann den nächsten Step, bei dem ihr dann auch schon euren Gutschein für ein Rezept der anderen Spezialisierung bekommt. Und diese Quest könnt ihr wöchentlich wiederholen. Wie ihr seht, hier waren Wartungsarbeiten. Ich kann es wieder annehmen, kriege wieder einen Gutschein für Ingenieure. Hole ich mir wieder und kann dann wieder ein Goblin-Thematik kaufen. Also alles in allem waren es 10 Stück. Sprich, wir brauchen 10 IDs, um alles zu holen. Nee, Quatsch, es sind 8, Entschuldigung. Es sind 8 IDs, um alles zu holen. Also und ja, wöchentlich herlaufen, na gut, kann man machen, ne?